So, wie sieht's aus? Okay, da müssen noch Steine hingebracht werden. Firewood ist aber echt nach oben gegangen, du. Kann man mal nicht vergessen. Wie sieht der Nachwuchs auf? Ja, ihr sollt auch mal was zeugen. Aber sind das zwei? Das sind zwei Männer, ne? Nee, ist das alles richtig sonst? Ja gut, das kann von auch von Anfang an sein. Von daher könnte da einer ausziehen und woanders einziehen mit einer. Mit Sherlyn zum Beispiel. Jandas wird auch bald erwachsen. Der konnte dann mit Sherlyn zusammenziehen. Und Lani. Zwei Männer, zwei Frauen, die auch, na gut. Sprich, könnte man noch zwei Häuser bauen. Ja, Holz ist so eine Sache, aber Stein ist noch eine blödere Sache. Wir brauchen unbedingt Stein. Oder wir brauchen den Steinbruch. Ja, die Mine ist, man braucht langsam alles. Geht relativ schnell. 80 Holzstämme und 40 Steine. Die sollten wir bald mal bauen. Ja, aber die sollen mal das voranbauen. Okay. Machen wir da mal einen Bauarbeiter hin. Man muss ja gucken, wo man bleibt hier. Baut der denn jetzt? Oh, die Gesundheit. Danach kann er da bauen, genau. Es ist aber noch keine Person am Hunger, nur dass hier kein Nahrung mehr vorhanden ist. Es ist aber schon Sommer. Man könnte auch schon ernten vorher. Harvest the crop field immediately. Also sofort. Wenn es dringend wird, sollte man das tun. Wenn die so auch so ein Zeichen haben, die Leute über den Kopf, dann sind die langsam echt hungrig. Sterben dann aber auch nicht sofort, aber man sollte dann langsam echt was tun. Aber ich hoffe, das kriegen wir noch alles hin. Hier wird auch so eine Wohn. Oh, so. So ein Wohngürtel sein. Ist ja ein bisschen komisch hier so. Immer die blöden Hügel so. Ich weiß, man die nicht ebnen kann. Ich glaube nicht. So nicht, dass ich wüsste. Hungert der erste, scheiße. Aber es wird jetzt langsam geerntet. Es kommt. Das ist auch fast fertig. Das Limit natürlich, das sollen die auch alles immer einlagern. So, machen wir da. Einer reicht erstmal. So, jetzt kommt langsam die Nahrung. Erntet, ihr Schweine. Okay, es sind überall die Ressourcen drin, wie es aussieht. Das ist schon mal ganz gut. Haben wir ja noch einiges. Aber wir müssen auch gucken, dass wir nicht zu viel Feuerholz produzieren, damit uns nicht die Baumstämme ganz ausgehen. Thank you.
Scheiße, ist wirklich einer gestorben. A child has died of starvation. Ein Kind auch noch. Oh. Da setzen wir das Limit doch mal auf 500. Dann hat er erstmal nichts zu tun. Wir brauchen wieder neue Baumstämme. Scheiße, den ersten Toten. Rest in Peace, Elmas. Ah, die ist fast erwachsen geworden, der oder die. Hab ich noch in Erinnerung. Mist. Ja, kein leichtes Spiel. Es macht echt super, super Laune, aber... Also leicht ist es nicht, gerade mit der Nahrung. Da brauchen wir echt Nachwuchs, damit wir neue Leute haben, damit wir neue Felder machen können. Ist ja eh so ein komischer Hügel, ne? Hm, müssen wir gucken, wo wir die nächsten Felder hinmachen. Ob der Jäger vielleicht auch ein bisschen was auffängt mit der Nahrung, dass er ein bisschen was bringt. Wir sind zum Glück 400 rausgekommen, letztes Mal nur 109. Aber viel ist es nicht. Wenn man, glaube ich, so ein Stadtzentrum baut. Wo war denn das nochmal? Town Hall. Use the record and show census data. Da sieht man die ganzen Statistiken, was wie viel Nahrung wir brauchen, wie viel verbraucht wird und so. Aber es ist teuer auch, das Gebäude. Ich kann mir vorstellen, unsere immer noch 20 Leute insgesamt, wegen 14 und 6, brauchen bestimmt mehr als 1000 Nahrung im Jahr. Die müssen natürlich ihre Gebäude alle füllen mit Vorräten. Da wäre es doch gut, wenn man dann noch mehr Vorräte hier drin hätte. So, jetzt brauchen wir eigentlich einen Jäger. Da, die schwimmen. Wo ist er denn? Da, ein Hunter. Der muss aber auch fleißig sein. Wenn er noch ein paar Jahre, paar Nahrung bringt, im Jahr gesehen, so, aufs Jahr gesehen, dann, das wäre echt super. Süßes. Ach. Was macht die? Ach, jetzt ist ein Laborer oder was? Lion ist der Hunter. Die sollen auch brav jagen, oh Mensch. Jandas und Lani. Okay, hier ziehen welche Jüngere ein. Da sind immer noch zwei Männer drin. Weiß nicht, ob David oder Lion hier einziehen gleich. Noch jagen. Der ist doch in einem Gebiet, wo eigentlich Rehe vorbeischauen. Ist der dann wenigstens erfolgreich hier? Ja, okay, der sammelt ein bisschen. Lion und David. Mit Sherlin kann da einer einziehen, denke ich mal, wie es aussieht.
Von der Logik her. Na kommt, baut weiter. Wollen sie nicht bauen. 300 Nahrung haben wir als Vorrat. Also haben den aber auch alles... Ja, es geht nicht. Kann ich es mal jagen, bitte? Was ist da los? Hier sind doch auch voll welche vorbeigekommen. Gibt es hier zu wenig Bäume anscheinend. Aber hier unten können ja auch mal welche sein. Jetzt war das Gebäude ein Flop. Mist. So, wer zieht es hier ein? Sind es die, die ich glaube? Das dauert immer ein bisschen. Ah, der blöde Berg, den kann man ja auch gar nicht alles fortsetzen, was ich wollte. Line and chillen, siehst du? Hier kann auch Mehl einziehen bald. Vielleicht Shell. Die wird am nächsten erwachsen. Ja, das Spiel ist halt so, dass, also, man kann sich das schon so ein bisschen denken hier. Auf Nachwuchs getrimmt ist das hier alles. Ah, die sind auch nicht mehr ganz happy. Tools haben wir aber auch ein bisschen. Wo die natürlich auch Loks brauchen. Schwierig, schwierig. Wir brauchen mehr Leute. Acht Häuser, also können wir mindestens 16 Erwachsene gebrauchen. Wenn zum Beispiel in die Schule gehen irgendwann und dann sind die irgendwann gebildet, aber dann gehen die, glaube ich, vom... Puh, ich weiß nicht, wie lange, aber dann sind die erst... Mit 17 kommen die dann aus der Schule raus, was eigentlich realistisch ist. Kein Labor mehr? Warum habe ich Bilder reingemacht? Komisch. Das muss mal alles weg hier. Was denen vielleicht auch ein bisschen wieder schadet. Aber der hat hier noch ein größeres Gebiet. Ob der jetzt unbedingt Bäume braucht, das weiß ich gerade nicht. Und der sammelt gar nichts. Das ist scheiße. Dann ist er da leider fehl am Platze. Ob man einen Teil seiner Ressourcen zurückbekommt, das weiß ich nicht. Ach Mann. Nutze mir das lieber für Felder, würde ich sagen. Okay. Hier sieht das auch gut aus. Ich muss das ein bisschen anders machen. Versuch mal hier. Wir brauchen mehr. Ach, Tanky spielt Arma 3. Wir brauchen mehr Forster. Damit die schneller pflanzen und schneller was hier abholzen. Uh.
wenn das hier schon mal alles rumliegt, können wir das auch noch alles wegnehmen hier. Weil man sich da jetzt breit macht, weiß ich nicht. Das ist natürlich die Rehe, aber der hat hier auch nicht gejagt, muss man da sagen. Jetzt kommen die oder was? Ja, ich mach die noch mal irgendwann in einen richtigen Wald rein, das Ding hier. Tja, tja, tja. Es ist Oktober, nicht Oktober, es ist Herbst, aber haben die dann auch alles, haben die jetzt auch alles abgeerntet? Ja. Ich wollte sagen, nicht, dass sie hier immer angange waren und haben da gar nichts mehr gemacht. Aber die müssen ja bald erst wieder. Hoffe ich zumindest. Die Priorität jetzt mal. So, macht hin, ihr Leute. Ein bisschen Medizin kriegen wir. Das ist wichtig. Ich befürchte, wir brauchen noch mehr Felder. Mehr fällt da mir nicht ein. Nein, Quatsch. Oh Mann, hoffentlich gibt es keine Hungersnot. Tools sieht da schon mal ganz gut aus. Firewood sieht gut aus. Ah, mehr Stämme brauchen wir, aber das kann man irgendwann auch noch ändern. Aber wir haben nicht genug Leute dafür. Momentan. Pflanzen ja schon mal, was das Zeug hält. Die haben aber auch noch einiges abzuholzen. Was macht ihr? Toll, diese ganze Rehfamilie, hätten die alle. Na, hört sich blöd an, hätten alle geschlachtet werden können. Abgeschlachtet sozusagen. Na, man muss es ja leider so sagen, weil es so ist, weil man es braucht. Aber der Hunter, der hat irgendwie nichts gemacht. Dann nutzen wir die Gebiete hier anders, für Felder. Vielleicht können wir hier sogar noch ein Feld hinmachen, das muss ich gleich mal gucken. Vielleicht, auch wenn das ein bisschen kleiner ist, mal sehen. Und die Nahrung, du. Und die Nahrung, du. Denn eins hatte fast gar nichts mehr, ja. Das, von den Spielen ist es immer so komisch, immer wenn Winter ist, wenn richtig Frühling ist. Es gibt ja immer Early und Late und blablabla. Aber also, jedes Quartal, sagen wir mal. Wenn so ein richtiger Winter ist, ein richtiger Frühling und so, dann holen die sich immer Sachen, dann essen die immer was und dann wird es immer weniger. Na, ja, wenn die irgendwann alle hungern hier, naja, stirbt so ein nulljähriges Kind, das ist auch doof. Tja, am besten jetzt so ein Händler, ne? Aber es kostet auch wieder alles. Ob der hier auch vorbeifährt, aber müsste dann ja. Muss ja die Chance zu haben. Hier sind auch Rehe.
Der darf auch nicht zu viel. Muss ich auch mal lieber wieder runterdrehen. Dass ich bei 100 einpendelt. Wegen den Eisen, was dann irgendwann zu Neige geht und wegen den Baumstämmen. Ja Leute, macht doch mal hier. Ha, das sind auch die Limits hier, genau. Fuel. Fuel ist eigentlich Firewood. So, hört sich auch komisch an hier. So, ist egal. Meistens, vieles haben wir ja noch gar nicht. Ach, ist immer noch das ausgewählt. Und immer wieder nochmal draufklicken, damit das nicht mehr ausgewählt ist. Komisch. Das so gut ist mit drei Farmern gleich. Jetzt wieder welche sterben, das ist so katastrophal eigentlich. Ach Mist. Ich habe gleich sofort Felder gebaut. Vielleicht sind die zu klein. Aber wenn die zu groß sind, dann ja, man braucht ja auch. Ah, das kostet so viele Leute. Wobei Felder eigentlich auch einiges bringen, wenn man mehr hat, als was die Nachfrage ist. Ist natürlich auch dann logisch. Ich hoffe, das kriegen wir alles hin. Taucht doch wieder drei rauf. Achso, deswegen wird das nicht abgerissen, weil es ein Bauarbeiter machen muss. Okay. Stimmt. Oh, 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 oh. Noch Hunger, keine einzelne Person, aber es ist noch nicht mal wieder Frühling. Und vor Herbst wird das nichts mit den. Oh, oh, oh. Doch, jetzt hungert der Erste. Scheiße. Demolished. Wird abgerissen, ja, macht hinne. Ah, na, es werden wieder einige draufgehen, ja, das ist doch echt. Aber hätte man jetzt noch mehr Felder gebaut und so. Ja, man braucht ja auch Feuerholz. Und dann, wenn die Tools alle gehen, ist auch wieder scheiße. Aber ich glaube, die Nahrung ist einfach so. So dermaßen wichtig, ist schon fast übertrieben. Wir brauchen definitiv noch mehr Felder. Macht ihr nur einen Hammerschlag oder haut ihr wieder ab die Olle oder was? Oder wie auch immer das ist. A child has died of starvation, ein Kind. Das tut mir natürlich noch mehr leid. Und es hungern noch mehr Leute. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann nichts dagegen machen. Wird es ein böses Ende nehmen hier? Ich hoffe ja mal nicht.